Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und heute spielen wir mal ein neues Game. Planet Coaster bauen wir unser Freizeitpark. Genau, wir machen natürlich die Herausforderung, müssen natürlich unser Geld auch unter Kontrolle halten. Und so weiter und so fort, das machen wir auf jeden Fall. Ich habe hier Sandbox mal gespielt, da hat man unendlich Geld natürlich. Kann man natürlich alles Mögliche aufbauen. Ohne auf der, man muss halt nicht auf das Geld achten. So, fangen wir auch gleich an. Und hier können wir natürlich auch uns eine Karte erstellen. Ich hatte immer die Karte, vielleicht sollten wir mal eine andere Karte. Im Schnee in einem Freizeitpark ist, glaube ich, nicht so schön. Nehmen wir mal die Graslandschaft. Wir machen das auf jeden Fall stark. Machen wir das mal auf Mittel. Parkname, wie wollen wir den Park nennen? Nennen wir den Spaßi. Und los geht's. So, das ist natürlich eine riesige Landschaft hier. So, hier haben wir nochmal die Tastenbefehle, aber ich habe das ja schon alles ausprobiert. Somit ist das eigentlich relativ egal. Und aus diesem Loch kommen die Zuschauer oder die Parkbesucher, eher gesagt in diesem Fall. Unterirdisch natürlich, was irgendwie unlogisch ist. Aber vielleicht ist da ja so eine Art U-Bahn-Station, die dann in die Stadt führt oder so. Stellen wir uns das halt erstmal vor. Hier kommen auch schon die ersten Besucher, aber das bringt denen ja noch nicht viel, weil wir erstmal hier auf Pause machen, sonst kostet das hier noch Geld, glaube ich. So, wir haben ein bisschen Geld. Am besten bauen wir erstmal einen Weg. Besten schönen Steinweg hier. Mal ein bisschen geradeaus. Ihr seht schon, kostet jeweils Geld. Man muss richtig überlegen, wie man das Ganze hier baut. Ich würde sagen, dass wir hier auch nochmal so erstmal und auf jeden Fall hier auch einmal längs. So, das ist schon mal ein Anfang, aber hier ziehen wir ein bisschen durch noch. So, das sind die Wege auf jeden Fall. Hier haben wir noch so eine Art Steinwege, so, keine Ahnung. Genau, gut, mit den Wegen können wir uns später nochmal beschäftigen. Ja, oder stoppt alles. Das ist auf jeden Fall gut. Jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal Läden. Denn die Besucher müssen ja auch was einkaufen. Ein Imbissstand. Aber das sieht nicht so schön aus, finde ich. Dann nehmen wir mal hier so eine Bude. Wie sieht denn die aus? Joa. Natürlich können wir das Ganze auch drehen, wie wir wollen. Machen wir das gleich am Anfang. Man kann das aber nicht so wirklich drehen, oder? Um 90 Grad drehen, Y anheben und Schalt. Ja. Oh.
Da wollte ich das gar nicht hinsetzen. Aber das Gute ist, man kann das natürlich wieder selbst dann kreieren. Genau so, wo hatte ich das vor? Bauen wir das am besten hier gleich schön ran. Damit es schön aussieht, auf jeden Fall. So. Da haben wir schon mal einen Imbiss-Shop auf jeden Fall für die Besucher, damit sie was zu essen kriegen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch was für das Trinken. Also, gleich daneben am besten. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Oder? Ja. Für den Anfang wird es reichen. So. Souvenir. Geschäfte haben wir keine. Haben wir keine. Okay, dann Toiletten. Toiletten. Wieso sind die so groß? kostet natürlich auch den entsprechend viel Cash. Aber die sieht eigentlich ganz gut aus. Mal kurz gucken, wie man das Ganze anpasst. Weil hier gibt es keinen Weg dran, das ist auch ein bisschen blöd. Ja, so sieht das doch ganz gut aus. Machen wir das schön hier ran. Das ist ein bisschen schief irgendwie, oder? Da ist nur meine Straße noch schief. Aber wir können das ja auch einfach hier so hinbauen. Zack. Extrem teuer. Auf jeden Fall ein Erste-Hilfe-Shop. Wir müssen auf jeden Fall erstmal ein Fahrgeschäft auf jeden Fall bauen. Weil sonst kriegen wir keine Besucher ran. Weil die kommen ja nicht zum Essen und zum Trinken. Na doch, man weiß es nicht. Müsste man ausprobieren. Auf jeden Fall. Achso, man muss das erst erforschen. Okay. Auf jeden Fall gut zu wissen. So. Fahrgeschäfte. Was haben wir hier denn so? Können wir das hier hinsetzen oder können wir das nicht hier hinsetzen? Nicht genug Geld. Okay, gut. Ja, das ist hier natürlich. Ach so, ja, hier. Steht's ja auch. War ziemlich teuer. Sowas können wir uns dann nicht mal leisten. Und sowas ja auch dann nicht. Ja, dann müssen wir mit den kleinen Fahrgeschäften auf jeden Fall anfangen. Das ist dann am günstigsten. Spaß 2,70. Das hier ist auf jeden Fall, macht auf jeden Fall mehr Spaß angeblich. Das will ich aber nicht gleich hier hinsetzen, weil dann machen wir die Straße noch ein bisschen anders. Dann kommen hier auf jeden Fall noch ein paar Imbisse hin und so ein anderes Fahrgeschäft. Da gehen wir nochmal, wenn ich hier so hin. Genau. Dann, wo war das Fahrgeschäft? Das hier war das. Machen wir das hier so hin. Drehen wir. Ich will das noch ein bisschen anders platzieren eigentlich. Also so hin. Jetzt müssen wir einen Eingang machen. Machen wir den Eingang also hier hin. Und jetzt noch einen Ausgang. Den machen wir am besten hier hin. Obwohl, wenn da so eine Schlange steht, müssen wir das Ganze bisschen weiter weg überlegen. Na, können wir noch ein bisschen anders bauen? So. Eingang mit dem Weg verbinden. Ja, das kriegen wir hin. Machen wir das ein bisschen hier
schräg. Wie das hier auf jeden Fall. Nein, das wollte ich nicht. So. Und so. Das war auf jeden Fall der Eingang. Sieht auch schon mal ganz gut aus. So. Genau, wir müssen den Ausgang noch. Dafür müssen wir. Wie viel Geld haben wir noch? Ja, das geht noch. Weiß nicht, wie weit ich hier ausbauen will oder möchte. So. Jetzt können wir auf jeden Fall noch hier so einen Weg hinmachen. So. Damit wir den Ausgang auch gut verlegen können. Genau, das sieht doch ganz prima aus. So, das wäre auf jeden Fall bereit. Wir müssen natürlich noch ein bisschen verschönern, damit es besser aussieht. Das können wir auch gleich dann auch schon anschalten. Wir können das auch testen, aber wir schalten es dann gleich an, wenn der Park eröffnet ist. Genau, und hier machen wir auf jeden Fall. Hier können wir natürlich, was die Leute bezahlen sollen. Fangen wir mal mit 5 € an für den normalen Gast, den Standardgast. Und für das Kind machen wir 2 € oder mehr, weiß ich nicht. Da machen wir 3 € draus. Nicht, dass sie wieder abhauen. Das, wenn man nicht so viel gebaut hat, hauen die alle wieder ab. Müssen wir dann gucken. So, wir haben hier über. Ja, das ist so schön. Interessiert uns im Moment nicht, denn wir müssen auf jeden Fall hier erstmal das Ganze ein wenig verschönern. Kostet natürlich auch wieder alles Geld. Gucken wir mal so, was wir hier so alles Schönes haben. Auf jeden Fall ein paar. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hier können Sie auch die Familie warten dann. Und so weiter und so fort. Ach, guck mal hier. Ein schöner Mülleimer kommt auch gleich daneben. Gestern habe ich den Mülleimer echt, keine Ahnung, richtig lange gesucht. Aber dann können die Parkbesucher schmeißen sie nicht den Müll einfach da irgendwo anders hin. Hoffe ich zumindest. So, jetzt machen wir noch mal andere Bänke. Okay, wir haben kein Geld mehr. das ist natürlich ein Problem. Warum haben wir kein Geld mehr? Okay. 5% der Verschönerung haben wir. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal versuchen, ob das so alles klappt, wie wir uns das vorstellen. Hier können wir, wir brauchen noch. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Personal. Aber das brauchen wir am Anfang, glaube ich, nicht. Wir haben hier einen Techniker, der sich dann um die ganzen defekte Geräte und sowas kümmert. Okay, starten wir einfach mal. Und let's go. Okay. Die ersten kommen, die ersten Gäste sind da. Und sie haben bezahlt, angeblich. Immer auch bei Finanzen. Ja. Parkverwaltung ist noch ziemlich teuer. Muss das ja wieder hochgehen.
Und wir sind schon im Minus. Also, es muss. Ah, da kommen. Ah, da kommen sie alle. Da kommen sie alle. Das sollte jetzt extrem hochgehen. Wir sind in 14 Euro minus. 16. Kommt schneller. Ran an die Geschäfte. Oh, da ist die erste Familie schon wieder weg. Wow, das, ja, aber ich meine, es ist ja nichts umsonst. Und ich meine, 5 Euro für, ja, okay, ein Fahrgeschäft. Aber okay, ja, dann sollen sie halt wegbleiben. Jetzt sind wir auf jeden Fall im Plus wieder. Und wir können auch loslegen, weil da kommen richtig viele, die halt Geld haben, glaube ich. Gucken wir mal. Ich habe schon größere Parks gesehen. Ja. Kommt ja noch alles. Ein Park hat nicht immer gleich extrem viel Geld. Auf jeden Fall für die Natur ein wenig was tun. Kommt ein Bäumchen hin. Hier am besten auch. Kann man nicht? Hier packen wir noch einen Baum hin. Diese Musik. So genial. So, hier kommt ein Bäumchen hin. Hier kommt ein Bäumchen hin. Okay, das Geld steigt. Das ist auf jeden Fall gut. Können wir auch gleich wieder ausgeben. So, eine schöne Palme hier hin. Machen wir was Schönes hin. Ja, der Eingang sieht noch ein bisschen nicht so schön aus. So, was haben wir denn hier Schönes? Wie teuer ist denn das? Wow, das ist ein bisschen zu teuer für uns. Okay. Mit Natur ein bisschen arbeiten am besten. Natürlich nehmen die Geschäfte auch was ein. Also irgendwie war das hier genau. Ist ja zu teuer. Okay, die meisten fahren damit nicht, weil es zu teuer ist. Wo kann ich denn 9 Euro oder Dollar? Sagen wir Euro. Ja, es ist eh das Komische. Eigentlich muss man hier eine Karte für 100 Euro oder so oder 50 und dann können sie alles so benutzen, kann man aber nicht machen. Könnte man ausprobieren höchstens. Ja, das Geld steigt, aber das sinkt doch wieder alles. Okay, die meisten fahren damit nicht. Kehren alle wieder um. Müssen wir den Preis ein bisschen anpassen. Machen wir das mal auf 6 Euro. Jetzt gehen die alle da rein. Das ist doch schön. Toilettenblock. 3 ist nicht mehr. Ja. So, die Folge ist auch wieder zu Ende. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.